Guten Morgen, hier spricht der Jens. Ihr seid wieder richtig bei Optionsstrategien TV und heute nehme ich euch mal mit und zwar zu meiner Morgenroutine. Also, es ist kurz nach 8 Uhr. Ich bin gerade ins Büro gekommen und was ich jetzt mache, ist, ich werde einfach mal meine Morgenroutine machen, so wie jeden Tag. Also ich habe jetzt am Anfang, immer wenn ich komme, ich schaue ganz kurz mal so ein bisschen die Zeitung durch, also so ein bisschen, was in der Welt passiert ist über Nacht. Die Börse schaue ich mir ehrlich gesagt da noch nicht an. Und dann das allererste, was ich halt immer tue, ist meine Morgenroutine zu machen. Das heißt, die Tabelle, die kennen viele von euch aus dem kleinen Kundenwebinar, aus unseren Coachings, auf unseren Seminaren. Zum Tag der offenen Tür haben wir das erläutert. Und ja, jetzt gehe ich die einfach mal mit euch durch, um euch mal zu zeigen, dass es also wirklich nur wenige Minuten sind, die das Ganze benötigt, um mir am Morgen einen schnellen Überblick zu verschaffen. Wie stehen wir denn aktuell im Aktienmarkt? Wie sieht das Ganze aus? Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal eintragen. Ich mache euch die Kamera auf meine Bildschirme, kommentiere das ein bisschen und ich denke mal, in aller spätestens 10 Minuten sind wir hier durch. So, ich halte jetzt mal um und stelle mal die Kamera anders, so damit ihr meine Bildschirme sehen könnt. So, jetzt seht ihr also meine Bildschirme und jetzt fange ich einfach mal an. Und zwar der erste Blick geht natürlich immer hier auf den VIX. Was hat er gestern gemacht? Der ist gestern um 2 Punkte angestiegen, also um 2%, insgesamt 15% ist der sogar gestern angestiegen. Und zwar am Vortag noch 14,33, heute auf 16,52. Die Terminstrukturkurve ist noch vollkommen intakt, also in Contango, alles noch okay. Der Unterschied zwischen dem ersten Future und dem VIX beträgt aktuell 0,38 Punkte, das ist also relativ wenig geworden. Der halt, war jetzt falsch eingeschrieben, Contango, so 0,38. Der Abstand der ersten beiden Futures beträgt 0,40. Der Abstand zweiter, dritter Future beträgt 0,65. Alle Futures notieren noch über dem VIX, deshalb alles noch vollkommen in Ordnung, gibt es nichts zu machen. Als nächstes kurzer Blick auf die Volatilität der Volatilität. Auch die ist gestern 9% angestiegen auf 92,97. Aber die ist ja für uns relativ uninteressant, solange sie nicht in einem etwas höheren dreistelligen Bereich ist. Als nächstes geht dann der Blick auf die Volatilität einiger Rohstoffe. Als erstes der OVX, also die Ölvolatilität. Auch der gestern angestiegen auf 41,34 um 3,7%. Die Goldvolatilität gestern wieder ein bisschen gesunken auf 17,55. Sie ist doch zum Vortag 1,09% gestiegen, aber sie ist von der Eröffnung her deutlich gefallen. Und als letztes noch ein Blick auf die Volatilität des Euros. Der ist jetzt bei 12,31. Gestern 2,5% angestiegen. Im Euro momentan schöne Volatilitäten. So, kurzer Blick hier im oberen Bildschirm auf die Advanced Decline Line. Da muss ich mir das Ganze natürlich wieder hier im Linienchart anschauen. Und wir sehen hier im Daily, hatten wir eine schöne Aufwärtsbewegung. Da haben wir jetzt erstmal das letzte Hoch gebrochen und noch keinen Umkehrtrend gemacht. Deswegen ändere ich das Ganze hier mal ab in Daily Side. Das heißt für mich, wir haben den Aufwärtstrend erstmal in der Advanced Decline beendet. Im Weekly ist alles noch okay, gibt es nichts zu tun. So, dann als nächstes kurz der Blick auf den Fear and Greed Index. Der dürfte gestern wieder gefallen sein. Jawohl, Vortag 72, gestern gefallen auf 67, aber das ist jetzt immer noch sehr, sehr relativ hoch. Also es ist keine extreme Gier, aber es ist auch nicht so, dass man sagen müsste, die Leute haben Angst. Also alles ganz normal. Jetzt eigentlich der wichtigste Punkt für mich, denn ich schaue mir jetzt die einzelnen Märkte an. Als erstes den S&P. Der S&P gestern 20 Punkte gefallen, eine ganz normale Bewegung, 0,98% Minus, also alles okay. So, er notiert noch über dem 21er seit 25 Tagen. Und jetzt ist natürlich, wenn ich hier sehe, mehr als 0,2% gefallen, schalte ich sofort
in eine andere Übersicht und schaue mir an, ob das Volumen gestiegen ist, und das ist es nicht, und deswegen war gestern kein Distributionstag. Also das schon mal gut. So, dann schaue ich mir den Small Cap Index an, den S&P 100, jetzt den ersten Wert, den ich mir wieder aufschraube, ist der Dow Jones. Auch der gestern 1% gefallen, 179 Punkte, aber über dem 21er Moving Average. Alles okay. Der Dow Jones Transport, gestern kurz unter den 21er geschaut, war dann zum Schluss aber relativ stark, nur 0,3% verloren und damit jetzt auch seit dem 8. Tag in Folge über dem 21er. Der Nasdaq hat gestern 1% verloren, ist aber auch natürlich noch über dem 21er, war ja jetzt erst vor wenigen Tagen hier auf einen neuen Mehrjahreshoch. Mehr als 0,2% verloren, auch da muss ich mir natürlich das anschauen, ob das Volumen gestiegen ist. Und hier ist das Volumen gestiegen gegenüber dem Vortag, das heißt im Nasdaq haben wir also gestern einen Distributionstag gehabt. So, dann kommen wir zum Russell, dem Nebenwerteindex in den USA. Der fiel gestern wieder auf 1184, 1,28%, aber immer noch über dem 21er. Alles okay. Dann, was macht unser DAXI? Der fiel gestern 172 Punkte über dem 21er. Seit 24 Tagen oben drüber. Auch hier können wir mal schauen. Im Volumen. Na, da haben wir hier kein Volumen. Da müssten wir uns den Future anschauen. Kein Distributionstag. Alles okay. Alles in Ordnung. So, wir schauen uns den Euro-Stocks an. Und im Euro-Stocks, wo haben wir ihn hier? Im Euro-Stocks gestern auch 1,5% runter, aber über dem 21er seit 25 Tagen jetzt. Alles in Ordnung. Der URTH, unser, ich schaue zwischendurch immer noch dann so auf so kleinere Indizes, die ich jetzt nicht so direkt handle, wie zum Beispiel hier den MDAX, den SMI aus der Schweiz, den Nikkei. Und ihr seht, den drücke ich einfach nur so durch. Der Nikkei gestern gut gelaufen, aber das war ja schon am Morgen, also das heißt, wir müssen mal schauen, wie heute dann die Futures reagieren. So, jetzt der URTH, der Weltindex, und der ist jetzt, jetzt müssen wir genau schauen, so, da war gestern der Moving Average bei 71,03 und das Close war auch bei 71,03, das heißt genau oben auf, und da werte ich es noch als oben drüber. So, ist aber schon mal so für mich jetzt gedanklich der erste Hinweis, aha, das ist also der erste, der so ein wenig schwächelt. Jetzt noch die Rohstoffindizes, ganz klar unten drunter. Vierter Tag in Folge der CAB-Index, gibt richtig Gas nach unten, gestern wieder 1,3% verloren. Wir sind fast auf Jahrestief. Und der Goldman Sachs Commodity Index auch den vierten Tag in Folge jetzt unter seinem 21er Moving Average. Okay, damit alle Moving Averages abgearbeitet. Schauen wir uns als nächstes die Put-Call-Ratios an. So, wo haben wir sie hier? Also alle Links sind abgespeichert, sodass ich schnell schauen kann. Und jetzt gucken wir mal. Und da sehen wir also gestern, es ging mit 0,82 los, endete mit 1,1. Also das war der Schlussstand. Das heißt zum Schluss also deutlich mehr Puts als Calls gekauft. Zwischenzeitlich waren wir sogar schon mal bei 1,27. Das war 11 Uhr, also 18 Uhr unserer Zeit. Ja, aber auch da im Grunde nichts Außergewöhnliches, also das war das Maximum. Für uns wird es ja erst interessant, wenn wir in die Richtung 1,40 gehen. Ansonsten gestern, klar, an einem Abwärtstag werden mehr Puts gekauft, aber das ist alles noch nicht in irgendeiner Weise in panisch zu sehen. So, schauen wir uns die steigenden und fallenden Aktien an. Da sehen wir gestern beim Blick aufs Volumen an der NICE, hatten wir gestern ein Aufwärtsvolumen von 19%, ein Abwärtsvolumen von 80%, an der MX 40 zu 60 und am Nasdaq 26 zu 73. Alles okay. Am Vortag hatten wir jetzt schon an der NICE und am MX mehr neue Tiefs als Hochs. Schauen wir mal, wie es heute ausschaut. Also an der NICE 27 zu 83, das heißt mehr neue 52 Wochen Tiefs gemacht. Am MX 7 zu 54, auch hier mehr neue Tiefs als Hochs gemacht. Es
geht immer um die 52 Wochen Hochs und Tief. Und jetzt hier zuletzt am Nasdaq 106 neue Hochs zu 70 neuen Tiefs. Das heißt, der Nasdaq bleibt einfach der stärkste Markt. So, jetzt schaue ich mir noch, ich habe ein Abo bei investors.com. Das sind die Leute mit der Ken Slim Methode. Und da schaue ich mir mal das Big Picture an. Guck einfach nur, ob es da irgendwas Besonderes gibt, aber da dürfte gestern nichts passiert sein. Nein, die haben sogar den Nasdaq gestern nicht als Distribution Day gewertet. Ich werde ihn als Distribution Day. So, okay. Aber da gibt es jetzt nichts Besonderes. So, und da können wir schon als letztes, können wir schon auf Dow gehen, um die IVRs abzufragen. Das heißt, halt verklickt www.dow.com. Da frage ich einfach ab die IVRs für den S&P, den Nasdaq, den Russell und den Dow Jones, weil ich halt mit diesen IVRs auch bestimmte Systeme handle. So, und jetzt gucken wir einfach mal, fangen wir an im S&P 500. Da haben wir gestern eine sehr, sehr niedrige IVA gehabt von 5,9, angestiegen jetzt auf 12,51, natürlich noch sehr, sehr niedrig. Im Nasdaq sind wir jetzt bei 16,03, im Russell RUT 21,98 und zuletzt schauen wir noch auf den DIA, also den ETF auf den Dow Jones, 15,15 und damit alle deutlich unter 40, also nichts zu machen. So, letzter Punkt noch, ich schaue mir die Handelsspanne des DAX an, ob die mehr als 375 Punkte war, da gibt es ja so Handelssysteme, die man darauf rechnen kann. Und so, jetzt haben wir gestern ein Hoch gehabt von 11.013, ein Tief von 10.786 und damit eine Handelsspanne, sieht man hier, von 227 Punkten. Und damit ist das Ganze auch schon beendet. Und wenn wir jetzt mal schauen, ich drehe die Kamera ganz kurz wieder um. So, damit habt ihr jetzt gesehen, das Ganze hat wahrscheinlich nicht mal oder knapp 10 Minuten gedauert, mit Erklärungen noch, und damit ist die Morgenroutine auch schon beendet. Das heißt, wenn ich jetzt nicht noch so ein bisschen hier geredet hätte, dann wäre ich sicherlich unter 10 Minuten geblieben. Mehr braucht man nicht, um sich früh einen Überblick über die Märkte zu machen. Man sieht das hier, oder das, was ihr gesehen habt, alles ist noch im Großen und Ganzen grün. Ein bisschen Störfaktor sind die neuen Hochs, neuen Tief an der NYSE, an der MX. Und dass die Rohstoffwerte oder die Rohstoffindizes jetzt schon seit 4 Tagen unter ihren Moving Averages notieren. Alles andere ist vollkommen intakt, ist vollkommen normal. VIX unter 20, also alles in Ordnung. Und deswegen weiß ich jetzt von heute oder von dieser Analyse heraus, dass ich mich heute jetzt nicht unbedingt auf einen Crash einstellen muss. Das heißt, ich kann ganz entspannt meine Position anschauen und auch jetzt fahre ich erst meine Handelsplattformen hoch und schaue mir mal an, wie sich die einzelnen Positionen von uns entwickelt haben. Das war mal so ein ganz kurzer Einblick in meine Morgenroutine. Jeden Tag das Gleiche, und wenn euch das interessiert, dann oder wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir das in die Kommentare rein, schreibt mir mal, ob ihr eine Morgenroutine macht, wie schaut die aus, was macht ihr da, und ja, dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.